You're not here. We're not there. The car exploded. Come get the girls. I have to stay here with Woodrow. I'm not the chauffeur. I'm the grandfather. Where are you? Asteroid City, Farm Route 6, Mile 75. Heute geht es um Asteroid City von Wes Anderson. Der neueste Wes Anderson-Film, wieder ähnlich gedreht wie alle Wes Anderson-Filme in einem sehr, ja, pastelligen Farbset. Es geht um 5 Kinder, die mit ihren Eltern in, ja, die Wüste reisen müssen von Amerika, also ins mittlere Amerika, wo nicht mehr viel passiert, außer Atombombentests, die ab und zu auch im Hintergrund mal explodieren. Denn wir sind in den 50er Jahren, Mitte der 50er Jahre, und diese Kinder bekommen alle einen Wissenschaftspreis. Deswegen reisen die Familien alle dorthin an. In Asteroid City passiert sonst nicht viel. Also da gibt es auch eigentlich schon für diese Familien nur ganz knapp 4 größere Hütten, wo sie unterkommen können, und eine muss im Zelt schlafen, weil die Hütte gerade explodiert ist. Also so ein bisschen kleiner Wes Anderson-Humor. Und das ist eigentlich auch schon das, was da passiert. Commemorating September 23rd, 3007 BC, when the Arid Plains meteorite made Earth impact. Was ganz typisch für Wes Anderson-Film ist, dass er ja immer dieses riesige Hollywood-Ensemble zusammenbringt. So gefühlt hat er ja das ganze Hollywood im Telefonbuch und so weiter anruft, kommen alle, um mitzumachen. Also wir haben nicht nur Scarlett Johansson, die mitspielt, wir haben Jason Schwartzman, Steve Carell hat eine kleine Nebenrolle, Matt Dillon, der einen Automechaniker spielt. Also so lauter kleine Mini-Figuren, die alle, jedes Mal, wenn man sie sieht, wo man sich denkt, oh Gott, auch der ist hier dabei. Das funktioniert alles sehr gut. Also sich diese Leute anzugucken, macht Spaß, wie immer. Auch der ganze Aufbau ist wie immer bei Wes Anderson sehr ordentlich, sehr in diesen gerade kadrierten Bildern. Also die Kamera schwenkt ja nicht irgendwo rum oder zoomt irgendwo rein, sondern es ist ja immer dieser ganz starre Ablauf, starre Achsen, auf denen sich alles bewegt. Es ist alles sehr wie so Puppenkasten, so ein bisschen von der Ästhetik her wieder. Also sehr, auch diese 50er Jahre, an denen er sich ja immer gerne festhält, und in den Kleidern und Kostümen, in denen er so gerne schwelgt, auch das ist hier alles wieder mit drin. Also es ist ein Film, der sich gut angucken lässt, wenn man darüber hinweg sieht, dass die Handlung nicht ganz so tiefgründig ist. Aber das ist sie meiner Meinung nach in den meisten Wes Anderson-Filmen ja nicht so wirklich. Also es ist ja mehr so ein Bombast-Ding, was er da macht, und weniger das große amerikanische Drama, was er jetzt erzählen möchte. The world will never be the same. That's an alien doing jumping jacks. That's an alien in a top hat. What's out there? The meaning of life. Maybe there is one. Es gibt Leute, die sagen, wenn man einen Wes Anderson-Film gesehen hat, hat man alle Wes Anderson-Filme gesehen. Ich würde sagen, ja. Denn er hat eben diese Ästhetik-Spielchen, und manchmal erschöpft es sich halt auch wirklich darin. Er baut dann noch sowas Zusätzliches ein, wie in Grand Budapest Hotel ist es, glaube ich, so, dass es immer komplett zentriert ist, also immer komplette Zentralperspektive. Ein einziges Mal weicht die Kamera dann von der Achse ab, wo man dann völlig erschrocken im Kino ist mit, was ist jetzt los? Und dann ist es wieder so komplett zurück auf der Mitte. Die Handlungen sind ziemlich ähnlich, wenn man einmal diese Casts hier hat, so durchschaut hat. Das sind so ähnliche Figuren immer wieder, die auch nicht viel mehr Tiefgang kriegen, sondern eigentlich in ähnlichen Bahnen sich bewegen und ähnliche Probleme haben. Also da würde ich schon sagen, wenn man einen gesehen hat, mit kleinen Variationen, wo er diese Figuren dann hinschickt, und jetzt sind wir eben in einem Wüstenkrater in der Nähe von Atomtests, dann hat man da die gleichen Figuren wieder, aber in dieser hübschen, pastelligen Atmosphäre, die man, wenn man sie mag, sich wahrscheinlich auch immer wieder angucken kann. Anyway, there's still only 9 planets in the solar system as far as we know, Billy. Except now there's an alien. What's happening now? I don't know. Wer sollte sich diesen Film ansehen? Es gibt ja momentan sehr, sehr viele Memes und KI-generierte Bilder im Stil von Wes Anderson. Also wo Harry Potter im Stil von Wes Anderson. Also genau dieses, es ist alles Pastell und es ist Zentralperspektive und solche gestalteten Bilder, die anscheinend von der KI sehr, sehr leicht nachzumachen gehen, also in diesem Stil, obwohl Wes Anderson da, glaube ich, ausrasten würde und Pickel kriegt, wenn man das sagt, weil er ja ganz stolz darauf ist, dass er wirklich alles per Hand macht und per Hand anmalt und selbst schnitzt die Stop-Motion-Sachen. Also der ist, glaube ich, nicht so ein Freund von KI, aber anscheinend ist sein Stil sehr, sehr leicht zu destillieren und nachzumachen. Und ich glaube, es ist was für Leute, die sich fragen, sieht denn das wirklich so aus wie das künstlich Generierte, oder ist da noch was anderes dabei, wenn es jemand tatsächlich mit Hand macht? Also ich glaube, für diesen Test kann man sich gut diesen Film ansehen, und ansonsten, ja, für alle, die sowieso schon Fans sind und denken, Grand Budapest Hotel ist super, seitdem mache ich meine Instagram-Fotos alle mit diesem Filter, ich möchte mehr davon. Ich habe immer noch nicht genug, obwohl diese ganze Ästhetik uns halt sehr überschwemmt hat, gerade mit sozialen Medien und
mit diesen Videos und mit diesen Aufnahmen, die sehr in diesem Stil kopiert sind. Also wenn man davon immer noch nicht genug hat oder sich nochmal neue Anregungen holen möchte, wie das aussehen könnte, ab in Asteroid City. Huh? Did I say yes? You didn't say anything. I meant yes. My mouth didn't speak.